Wir haben volles Haus. Was du nicht sagst. Nathaniel ist gekommen. Schon wieder. Mom, ich habe keine Zeit für Romantik. Das Laboratoire wird niemals überleben mit Kritiken wie dieser. Du hast gerade Tante Doreens Café geerbt. In Lemon Myrtle Cove? Vielleicht solltest du gehen. Australien. Hallo du, was weißt du über den Typen, dem das Haus gehört? Ist er etwa genauso zauberhaft wie du? Das bezweifle ich. Oh. Hi, ich bin Simon. Das Haus gehört mir. Alles, was Lemon Myrtle Cove zu bieten hat, hä? Das hier ist Recherchearbeit. Und? Oh, vielleicht sprechen Sie mal mit dem Koch. Kennen Sie ihn? Bestellung aufnehmen, Koch. Warum ich Sie hergebeten habe. Ich habe entschieden, das Ziegel zu verkaufen. Gestern hat sich eine Bauprüferin das Café angesehen. Da gibt es einige Punkte. Aber wie geht es denn bei dir? Jeder ist ausgebucht oder nicht verfügbar. Könnten Sie das Ziegel renovieren? Nein. Es zu renovieren und zu verkaufen ist die beste Chance, die wir haben, um es am Leben zu halten. Ich mache es, aber wenn ich das Café renovieren soll, brauche ich Ihre Hilfe beim Kochen. Dann haben wir einen Deal. Was hast du mit meiner Küche angestellt? Nur ein paar Sachen neu geordnet. New York ist nicht so übel. Jeden Tag triffst du jemand Neues, den du vielleicht nie wieder siehst. Dich habe ich nicht erwartet. Jeden Sommer gab Doreen eine Party am Pier. Du musst kommen. Ich muss zurück nach New York. Du musst nicht verkaufen. Zweifelst du an deiner Entscheidung? Ich komme hierher, verkaufe das Ziegel, aber jetzt ist da dieser Kerl, dieser Koch. Sag ihm, was du fühlst. Oh, da zieht was. Was soll ich tun? Sehr gut.